Zwickauer Energieversorgung. Die Energie der Region. Zum 8. Mal schmücken Kinder Weihnachtsbäume in Zwickau City. Schulsanierung bei laufendem Betrieb erfolgreich. Und 25 Jahre Forschungs- und Transferzentrum an der WHZ. Tag aktuell, das regionale Abendmagazin. Willkommen zu Tagaktuell vom Dienstag. Und das ist ein Dienstag, den sich wahrscheinlich viele schon dick im Kalender angestrichen haben. Die Weihnachtszeit, ja, die geht jetzt aber so richtig los. Heute der Tag der Weihnachtsmarkteröffnung. Man hat es ja schon in den Tagen zuvor gesehen, wenn man den Aufbau so ein bisschen verfolgt hat. Die Pflanzkübel wurden angeliefert, die nicht nur für Sicherheit sorgen sollen, sondern auch so ein bisschen Verkehrsberuhigung reinbringen. Denn Sie wissen ja, wie das ist, wenn man als Fußgänger unterwegs ist, das ist unangenehm, wenn dann noch die Autos zwischendrin herumwuseln. Naja, was gibt es sonst noch Neues auf dem Weihnachtsmarkt? Sehr angenehm aufgefallen sind die Sitzgelegenheiten. Da gibt es zum einen diese Bänke mit Wegweisern und dann wurden am Dom auch noch ein paar Rasthütten aufgebaut. Also auch wenn es mal regnet, sollte das überhaupt kein Problem sein. Also ich freue mich auf jeden Fall auf die Weihnachtsmarktzeit. Wir berichten natürlich auch noch über die große Eröffnung. Das war heute 17 Uhr. Das sehen Sie morgen. Jetzt kommen wir aber mal zu den Kleinsten, die schon heute Morgen zugange waren und die Weihnachtszeit eingeläutet haben. Frisches Grün, sowohl in der unberührten Natur, in Gärten und auf Balkonen oder in der Stube, sind nicht nur ein angenehmer Blickfang. Die Farbe Grün steht allerdings nicht nur die Natur und eigentlich für den Frühling. Sie übt eine unheimlich entspannende Wirkung aus und hat in diesen Tagen ebenso etwas Geheimnisvolles an sich. Speziell das Tannengrün. Geschmückt verbreitet es eine ihm eigene Stimmung. Zum Schmücken von Weihnachtsbäumen machten sich auch dieses Jahr wieder einige Kindergartenkinder auf den Weg ins Stadtzentrum von Zwickau. Freuen wir uns auf Weihnachten? Ja! Ja! Noch kurz vor Eröffnung des Zwickauer Weihnachtsmarktes startete die inzwischen schon traditionelle Weihnachtsbaumaktion der kommunalen Kitas und einiger Kitas freier Träger. In diesem Jahr stehen dafür insgesamt 23 Nordmantan zur Verfügung. Sie waren Dienstag früh im Charlottenhof Hertensdorf frisch geschlagen worden. Verteilt sind sie auf dem Plateau vor dem Rathaus und an der Bühne im Domhof. Da das Basteln mit zu den Lieblingsbeschäftigungen von Mädchen und Jungen gehört, waren alle Kids eifrig bei der Sache. So entstanden in 23 Einrichtungen mit viel Liebe unterschiedlicher dekorativer Baumschmuck. Wir haben Bücher gewälzt und da sind so einige Ideen entstanden und ja, daraus haben wir nachher viele Sachen in mühevoller Heimarbeit, mehr oder weniger, ja, so 3 Wochen, dann das hergestellt. Ist dann nur für hier, für den Hauptmarkt, was hergestellt worden oder auch vielleicht für zu Hause, für die Mutti als Überraschung oder gar auch für den eigenen Weihnachtsbaum in der Einrichtung? Das ist auf jeden Fall entstanden für unsere Einrichtung bzw. für unsere Gruppen direkt. Haben wir auch genau die Ideen mit umgesetzt und haben das dort gleich mit angewandt und ja, verwendet mehr oder weniger. Ja. Wir brauchten jetzt noch ein kleines bisschen Vorlauf, da haben wir erstmal das hergestellt und jetzt aber im Nachgang geschieht auch noch für zu Hause. So kleine Überraschungen vor Weihnachten sollten ja auch noch entstehen. Also alles verraten können wir jetzt noch nicht. Das Material haben wir jetzt in der Kita schon da gehabt. Und die Ideen, die haben wir alle zusammengetragen. Und gebastelt haben die Kinder natürlich 1 bis 2 Tage lang. Ja, da war viel Nerven, die man da gelassen hat. Nur für hier oder ist dann auch ein bisschen mehr gebastelt worden für die eigene Einrichtung und vielleicht auch für zu Hause? Nein, wir haben extra für hier gebastelt. Das haben wir extra in Angriff genommen. Ja, und deswegen haben wir uns da extra Zeit genommen und die Kinder da was machen lassen. Also ihr habt nicht mehr gebastelt als Geschenk angenommen für die Mutti oder für einen eigenen Weihnachtsbaum in der eigenen Einrichtung? Noch nicht und das dürfen wir auch noch nicht verraten. Ja. Mit viel Begeisterung wollte jedes Kind auch seinen Anteil am Schmücken haben. Sozusagen als Training für zu Hause. Wer legt da eigentlich dekorativ Hand ans Grün? Und was kommt alles an den Baum? Meine Mama. Aha. Und hilfst du damit? Ja. Was machst du dann zu Hause mit am Baum? Schmücken. Schmücken.
Die Mama. Alleine? Ohne Vati? Ja. Aber du hilfst mit? Ja. Was hängt er denn da so alles rein? Ein Weihnachtsmann. Ein Klein. Mein Papa, meine Mama, Magella und ich. Und was hängt er denn so alles ran? Kugeln und Sterne und Glitzerkugeln. Lametta, jede Menge Lametta. Also Mama, Papa, Lina und ich. Und was hängt da alles ran? Also Nemis, Kerzen, Sterne und noch so solche Rollen. Ja, Kugeln. Ich. Und dann mein Papa und meine Mama. Und was hängt denn ihr alles ran? Kugeln, nur Kugeln. Der Papa schmückt den immer. Und ihr helft nicht mit, Mutti, und du? Nee. Nur der Papa. Ich mach keinen Weihnachtsbaum zu Hause. Aber möglich, dass auch auf diesen kleinen Weihnachtsengel diesmal noch ein, wenn auch kleiner, Weihnachtsbaum als Überraschung wartet. Eine Schule zu sanieren ist schon unter optimalen Bedingungen ein hartes Stück Arbeit. Aber bei laufendem Schulbetrieb? Doch, das geht. Jüngstes Beispiel ist die Zwickauer Futschig-Schule. Sie wurde am Montag offiziell übergeben und ist fast nicht wiederzuerkennen. Im Kern ist die Futschig-Schule ein typischer 70er-Jahre-Bau, errichtet in Plattenbauweise. Davon ist aber nach der Sanierung nicht mehr viel zu erkennen. Das Gebäude erstrahlt mit einem zeitgemäßen Charme und entspricht auch im Inneren dem neuesten Standard. Und während die Handwerker gearbeitet haben, lief wenige Meter entfernt der Unterricht. Konnten die Schüler und Lehrer da überhaupt noch einen klaren Gedanken fassen? Ja, und genau das war ja das Problem. Wir mussten das klar planen. Und zwar mit der Stadtverwaltung, mit dem Architekturbüro Kretschmer, war es ganz wichtig, dass Spielregeln geklärt worden sind. Und zum Beispiel, dass die lautstarken Arbeiten erst ab 13 Uhr beginnen durften. So, und ab 13 Uhr haben wir meistens einen Blockunterricht, wo halt Sport ist, wo Kunst ist und wo die Hauptfächer weg sind. Und dadurch konnte man normal arbeiten. Nach der Wende 1990 wurden bereits einige Dinge instand gesetzt. Etwa 20 Jahre später ging es an die Verbesserung des Brandschutzes. Doch nun stand ein grundlegender Umbau an. Es ging vom Dach los, das war ja sehr aufwendig. Und dann die ganzen Korridore. Wir haben also immer praktisch einen Korridor gemacht. Danach ging es nach unten, ist umgezogen worden, ausgeräumt worden, mit den nächsten dann wieder hoch, sodass wir praktisch Etage für Etage durchgeführt haben. Und das ist natürlich sehr aufwendig. Sie müssen immer wieder einräumen, umräumen. Dazu hat die Stadt geholfen. Wir hatten auch eine Firma gehabt, die das mitgemacht hat. Aber es waren auch die Schüler beteiligt und die Lehrer. Anders geht es überhaupt nicht. Und sie brauchen eine große Bereitschaft, da auch an Zeit mehr aufzuwenden, als sonst normal wäre. Das ist vollkommen klar. Und wenn Sie hier sehen, alleine WDH, Wirtschaft, Technik, Haushalt, was da zu machen ist, vom Besteck angefangen, von den Tellern, von allen. Es muss alles wieder aufgewaschen werden, alles neu gemacht werden. So, aber das ist auch gerne geschehen, weil man ja jetzt eine ganz andere Umgebung hat. Und das war auch den Schülern wichtig. Und ich muss immer lachen, wenn wir einen Tag der offenen Tür haben und dann kommen die älteren Schüler, wir sagen mal die Alten, und dann sagen die, wieso konnte das bei uns nicht so sein? Wir haben den Dreck geschluckt, ne? Und die haben das jetzt so schön. Aber ich denke mal, die erfreuen sich auch, wenn sie es jetzt sehen, wie wir ebenfalls. Schulbetrieb bei laufender Sanierung des Schulgebäudes verlangt von allen Beteiligten starke Nerven. Doch alle haben gesagt, wir bleiben hier. Und wir machen das Beste daraus. Wir haben aber vorher die Schulkonferenz einberufen, wo die gewählten Vertreter der Eltern, der Schüler und der Lehrer drin sind. Haben ihnen gesagt, ganz klar, was sie erwartet. Wir müssen mit Einschränkungen rechnen. Wir müssen auch mit Lärmbelästigung leben die ganze Zeit. Wollen wir das oder wollen wir das nicht? Ich hatte mich damals auf eigentlich eine große Diskussion eingestellt. Als Elternteil ganz verständlich. Und der Beschluss ging einstimmig aus. Es gab keine einzige Gegenstimme. Und sie haben gesagt, wir gehen das an.
Und wenn es dann Probleme gibt, dann können wir immer was sagen. Aber im Moment erstmal gehen wir es an. Und ich denke mal, das war der Erfolg. Zur offiziellen Übergabe der Futschig-Schule war auch Oberbürgermeisterin Pia Findeis anwesend. Im Laufe ihrer politischen Karriere hat sie auch schon andere Zeiten erlebt. Bevor sie Oberbürgermeisterin wurde, war sie als Bürgermeisterin für die Schulverwaltung zuständig und musste damals auch Schulen schließen. Da ist sie über die heutige Lage deutlich glücklicher. Ja, es waren schwierige Zeiten. Es ist immer schwierig, eine Einrichtung zu schließen, auch eine Schule zu schließen. Da hängt bei vielen das Herz dran, nicht nur bei den Schülern, die aktuell dort lernen oder den Eltern, sondern auch bei welchen, die mal dort gelernt haben. Und jeder sagt, nein, Schulschließung, das geht nicht. Aber das war damals die Zeit. Und jetzt haben wir zum Glück eine andere Zeit. Wir sanieren Schulen und wir wollen sogar wieder eine Oberschule neu bauen. Also klingt doch viel besser, als Einrichtungen zu schließen. Wie sieht heute eigentlich die Lage in Neuplanitz aus? Nach der Wende vor 30 Jahren, klar, da ging die Bevölkerungszahl im freien Fall in den Keller. Diese Zeiten sind zwar vorbei, von einer Umkehr des Trends lässt sich aber noch nicht reden. Ja, in Neuplanitz haben wir immer noch einen Rückgang der Bevölkerung zu verzeichnen. Umso wichtiger ist es, dass wir mit dieser Schulsanierung, jetzt der Futschig-Schule und dann folgend noch der Adam-Ries-Schule, als Stadt auch ein Signal setzen und sagen, dieser Stadtteil, der hat eine gute Bildungsinfrastruktur. Also junge Familien, die haben auch gute Wohnungen hier, vernünftige Mietpreise. Sucht euch Neuplanitz aus, ihr habt dann kurze Wege für die Kinder, also kurze Beine, kurze Wege war ja mal ein Slogan. Ihr habt auch andere Infrastruktureinrichtungen, es sind Ärzte hier, es gibt Einkaufsmöglichkeiten. Also damit wird auch Neuplanitz auch mit diesen Schulsanierungen wieder aufgewertet. Wann ist die Adam-Ries-Schule dran? Bei der Adam-Ries-Schule soll es jetzt losgehen und als erstes, und das ist etwas Neues, mit einem Festsaal, einer Einrichtung, die auch dann von der Bevölkerung im Stadtteil mit genutzt werden kann, wo Schulentlassungsfeiern, Schulaufnahmefeiern stattfinden können. Das fehlt ja diesen Plattenbauschulen hier und die Stadt finanziert das und das ist ein gutes Signal auch wieder für den Stadtteil Neuplanitz und danach geht es dann weiter mit der Sanierung der Grundschule. Dafür haben wir jetzt schon 5 Millionen Euro Förderung Mittel bekommen. Also Geld ist jetzt da, es muss umgesetzt werden und gut umgesetzt werden, dass auch die Kosten eingehalten werden, sodass dann hier mit dem Doppelstandort Oberschule, Grundschule und noch einer Aula, einen Saal, der vielfältig nutzbar ist, wir hier einen Standort haben, der sich zeigen lassen kann. Wenn alle an einem Strang ziehen, dann läuft es halt, wie die Sanierung der Futschig-Schule gezeigt hat. Oder wie es Schulleiter Frank Barth sagt. Danke an die Baufirmen, danke an die Planer und an die Stadt Zwickau. Insgesamt 3,6 Millionen Euro wurden in die Sanierung der Neuplanitzer Futschig-Schule investiert. Werbung. Club Vaterland feiert seine Revival Party 3.0. Am 7. Dezember 2019 steigt das Treffen der Gäste und Macher des Jugendclub Hauptstraße 44 im Club Seilerstraße an der Werdauer Straße auf Höhe des Viadukts. Am 7. Dezember ab 20 Uhr ist es soweit. Die Platten drehen Sven und Tom mit Musik aus den 80ern, Dance Classics und natürlich Depeche Mode. Karten nur an der Abendkasse. Club Seilerstraße, Start ist um 20 Uhr. Die Club Vaterland Revival 3.0. Man trifft sich. Musik.
suchen die Ruhe im stressigen Alltag oder wollen einfach mal die Seele baumeln lassen? Dann nichts wie hin zu Dayspa in Balance mitten in Zwickau. Wir sind Ihr Partner für professionelle Beauty- und Wellnessangebote. Und noch ein besonderer Tipp für die Weihnachtszeit: Verschenken Sie doch einfach Wohlfühlen, Schönheit und Zeit mit einem Geschenkgutschein von Dayspa in Balance. Ich bin der Christian und ich finde das Hammer Gym einfach auch Hammer. Und hier kann man mega viel trainieren und einfach auch geil hier. Professionelles Training in Ihrem Sportpark Zwickau, Merane und Glauchau. Ihr Partner für Qualitätsfitness. Parfümerie Burger, willkommen im Paradies der Düfte und des Wohlbefindens. Hier werden Sie in gepflegtem Ambiente von Kopf bis Fuß verwöhnt. Unser freundliches, bestens geschultes Team bietet eine individuelle Beratung, ganz auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt. Ihr Wohlbefinden liegt uns am Herzen. Mit wenigen Handgriffen zaubern wir ein alltagstaugliches Make-up und heben Ihre natürliche Schönheit hervor. Gönnen Sie sich eine Auszeit vom Alltag und lassen Sie sich in unseren stilvoll eingerichteten Beauty-Lounges verwöhnen. Von Gesicht über Ganzkörperbehandlung mit beruhigenden Massagen bis hin zur Ohrenkerzenbehandlung und Lymphdrainage. Bei uns bleiben keine Wünsche offen. Wir schenken Ihrer Schönheit eine extra Portion Aufmerksamkeit. Auch auf der Suche nach dem passenden Duft sind wir Ihr Ansprechpartner. Parfüm, das Ihre Persönlichkeit unterstreicht. Das finden Sie bei uns. Ausgewählte Marken, die es nicht überall gibt, halten wir für Sie bereit. Auch den Geschenkgutschein für Ihre Lieben verpacken wir ganz individuell. Gönnen auch Sie sich jetzt eine Auszeit von der Hektik des Alltags mitten in Zwickau, Parfümerie Burger, in der inneren Plaunschenstraße 29, direkt gegenüber den Zwickau-Arkaden. Weil Kinder immer im Mittelpunkt sein wollen. Der mittlere Sitz des Citroën Berlingo ist genauso groß und komfortabel wie die anderen. Jetzt ab 149 Euro im Monat leasen. Citroën. Die Citroën Familienmodelle jetzt im 0% Leasing. Jetzt in Ihrem Autohaus BHS in Zwickau und im Autohaus Fröbelplatz in Auerbach.
Das Forschungs- und Transferzentrum der Westsächsischen Hochschule Zwickau hat heute sein 25-jähriges Bestehen gefeiert. Doch was macht ein solches Zentrum eigentlich? Was wird in einem Transferzentrum transferiert? Es wird Wissen transferiert, und zwar von der Forschung in die Wirtschaft hinein. Was heute im Bürgersaal des Rathauses gefeiert wurde, ist also ein wichtiger Baustein für den wirtschaftlichen Erfolg unseres Landes von morgen. Die Arbeit des FTZ könnte man vereinfacht zusammenfassen. Die Industrie braucht wissenschaftliches Know-how und die Hochschule hat es. In der täglichen Arbeit könnte das zum Beispiel heißen, ein Unternehmen braucht die wissenschaftliche Unterstützung der Forscher und das FTZ bietet diese Dienstleistung an. Ja, praktische Arbeit sieht so aus, dass wir eine Vielzahl von Projekten bearbeiten mit der Industrie, für die Industrie, die Wissenschaftler der Westsächsischen Hochschule Zwickau, und das läuft sehr, sehr effizient ab und immer mit dem Fokus, dass Ergebnisse erzielt werden, die natürlich in der Praxis nutzbar sind, aber auch andererseits unsere Studenten sozusagen davon partizipieren und sozusagen mit diesen Erkenntnissen dann auch ausgebildet werden und dass auch Ausstattung entsteht, wo Studenten dann daran arbeiten dürfen. Manchmal ist es gar nicht so einfach, beide Seiten zusammenzubringen. Gerade Unternehmen, die nicht gerade tausende Mitarbeiter haben, schrecken vor der Forschung zurück. Dann müssen die Profs der Hochschule Aufklärungsarbeit leisten. Bisher ist das so, dass die Professorinnen und Professoren sozusagen die Projektakquise direkt betreiben. Das heißt, dort gibt es diesen Austausch, dort gibt es die Sachen, da wird man einfach aufmerksam. Oder die gehen auch sozusagen aktiv auf die Industrie zu. Ich wünsche mir allerdings in Zukunft auch noch mehr die Strahlkraft in der Region, dass also Unternehmer durchaus auch zu uns kommen und uns fragen, ist das ein Thema für Sie, ist das ein Thema für uns? Können wir das abbilden über den Verein, über die Hochschule, sodass wir also auch aktiv diese Vernetzungsrolle wahrnehmen wollen? Unternehmen könnten noch viel häufiger von der guten akademischen Ausbildung an der Westsächsischen Hochschule profitieren. Hier ist das geballte Wissen, vermittelt von international angesehenen Wissenschaftlern. Die Wirtschaft muss es nur abrufen und nutzen. Viele vermuten, das stelle ich jetzt mal, dass das alles sehr hoch theoretisch abläuft und dass man vielleicht da gar keine praktischen Lösungen für seine Probleme bekommt. Wir als FTZ an der Westsächsischen Hochschule wollen aber sozusagen auch zeigen, dass wir durchaus in der Lage sind, auch praktische Lösungen, die für Unternehmen nutzbar sind, zu erarbeiten. Und deswegen sind wir da ein ganz spezifischer Ansprechpartner. Und das nun schon seit einem Vierteljahrhundert. Manch einer der anwesenden Wissenschaftler oder auch Wirtschaftsvertreter mochte es gar nicht so recht glauben, wie schnell doch die Zeit vergangen ist. Und der Vorstandsvorsitzende des FTZ, Professor Richter? Ja, da kann ich auch bloß aus den Erzählungen berichten, deswegen, so alt bin ich zum Glück noch nicht, aber vor 25 Jahren war ich damals wissenschaftlicher Mitarbeiter in Zwickau. Die Hochschule davor, bis zu 92, gab es eine Technische Hochschule, die sich schrittweise aus der Ingenieurhochschule entwickelt hatte. Und mit der Gründung einer Fachhochschule war die Befürchtung, dass das Thema Forschung nicht erhalten bleiben kann, dieses Forschungspotenzial, was die Zwickauer Hochschule bis dato hatte. Und deswegen hat das Ministerium für Wissenschaft und Kunst den Gedanken gehegt, an diesen 5 Fachhochschulen, die gegründet worden sind in Sachsen, Forschungs- und Transferzentren zu etablieren. Und das war ein sehr, sehr kluger Schachzug aus meiner Sicht, denn man rückblickt, 25 Jahre ist ein Vierteljahrhundert. Also wenn das nicht Nachhaltigkeit ist, was dann? Ne? Mit einer kleinen Anschubfinanzierung, muss ich mal so sagen, sind sozusagen, ich nehme es mal schon vorweg, wird dann in meinem Vortrag kommen, haben wir in 25 Jahren knapp 50 Millionen Euro Forschungsmittel umgesetzt. Das heißt also, da geht es um Erkenntnisse, die in diesem Wertumfang erarbeitet werden konnten, über die Mitarbeiter, die finanziert werden konnten, über die Geräteausstattung, die finanziert werden konnte. Und ich glaube, das ist ein kleiner Impuls vom Ministerium gewesen. Also das war nur ein kleiner Bruchteil, es waren wenige 100.000 Euro. Und wenn dann 50 Millionen daraus entstehen nach 25 Jahren, ist das meiner Ansicht nach eine Erfolgsgeschichte. Ein Mann der ersten Stunde kam heute auch zu Wort. Sein Name mit vollem Titel Professor Dr. Habil Professor E.H. Dr. H.C. Cornel Stahn. Er referierte in einem kurzweiligen Vortrag nicht über die Vergangenheit, sondern über Automobile der Zukunft, eine interdisziplinäre Wissensplattform des FTZ. Professor Stahn lehrte unter anderem über Verbrennungsmotoren, aber auch alternative Antriebe. Das passt in das breit gefächerte Portfolio der Zwickauer Hochschule, das man einmal im Jahr auch auf dem Hauptmarkt bestaunen kann. Eine Veranstaltung, auf die auch der Vorstandsvorsitzende Professor Richter sehr stolz ist.
Also wir hatten vor 2 Jahren jetzt das Symposium Automotive and Mobility initiiert, mit dem Ziel, die Menschen zu vernetzen, zu kommunizieren, zu informieren, aber auch sozusagen etablierte Branchenvertreter mit den jungen Leuten ins Netzwerk sozusagen die zu integrieren, mit dem Ziel, dass es weitergeht, dass die Zukunft gesichert ist, dass praktisch wir sind stolz auf die Vergangenheit, aber man muss immer nach vorne blicken. Die Zukunft gilt es zu gestalten und nicht die Vergangenheit sozusagen, sich nur sozusagen stolz drauf zu sein. Da kann man stolz sein, aber man muss immer den Blick nach vorne richten und muss sehen, wie es weitergeht. Und das wird es mit dem FTZ, dem Forschungs- und Transferzentrum an der Westsächsischen Hochschule Zwickau, ganz bestimmt. Und wer weiß, über welche Fortbewegungsmittel der Zukunft in weiteren 25 Jahren referiert wird. Über 2000 Euro sind bei den diesjährigen Sternstunden in der Zwickauer Hauptstraße für einen guten Zweck zusammengekommen. Exakt 2108 Euro wurden nun an das Tierheim Vielau übergeben. Mit dem Geld sollen 2 teure Operationen 2 Katzen bezahlt werden, die von einem Auto angefahren wurden. Vom Rest sollen die Heizöltanks gefüllt werden, damit die Tiere ein warmes Zuhause haben. Comedia-Konzept. Ihr Partner für regionale Werbung wünscht gute Unterhaltung. Bei dem in Chemnitz ausgetragenen Saisonfinale im Sachsenpokal im Hip-Hop- und Videoclip-Dancing ging die TSG Rubin Zwickau mit 9 Startern aufs Parkett. Dabei gingen 5 Sachsenpokalsieger an die Rubine. Ganz oben auf dem Podest standen am Ende Solo und Duo, sowohl in der AK 1 und 2 als auch die Formation der AK 2. 6 weitere Podestplätze unterstreichen die tollen Leistungen der Zwickauer Tänzer. Die Wasserballer des SV Zwickau 04 kehren ohne Punkte vom Doppelspieltag in Brandenburg zurück. Nach den deutlichen Heimauftaktsiegen gegen Halle und Leipzig konnten die Mannen um Trainer Ludwig Will nicht an die dabei gezeigten Leistungen anknüpfen. Gegen den OSC Potsdam hieß es am Ende aus 04er Sicht 11:15 und gegen SC Wedding Berlin gar 8:21. Besser lief es für die Wasserballer aus der Spitzenstadt. Sie konnten die Begegnungen gegen die gleichen Teams siegreich gestalten. Gegen das Potsdamer Reserveteam stiegen die Corpacci-Schützlinge mit 15:9 und gegen die Weddinger 14:2 als klare Gewinner aus dem Becken. Damit führt der SVV Plauen mit 8:0 Punkten die Tabelle der 2. Liga Ost souverän an. Organisiert vom SV Vorwärts Zwickau wird es am 8. Dezember den letzten sportlichen Höhepunkt des Jahres, den Zwickauer Adventslauf, geben. Unter der Schirmherrschaft der Oberbürgermeisterin der Stadt Zwickau kommt es am 2. Adventssonntag auf den traditionellen Laufstrecken im Schwanenteichgelände zur 19. Auflage. Es werden 8 Läufe in 5 Altersklassen und Distanzen angeboten. Anmeldungen sind bis spätestens 30. November möglich. Nähere Infos dazu sind im Internet unter www.vorwärts-zwickau.de einsehbar. Die Eispiraten haben über die Wölfe Freiburg einen 3:2 Overtime-Sieg und in Tölz einen Overtime-Punkt eingefahren. Gegen Freiburg lieferten die Pleißestädter erneut ein richtig gutes Spiel, gaben aber leider einen 2-Tore-Vorsprung aus der Hand. Die Tölzer Siegesserie konnten die Nordschützlinge allerdings nicht stoppen. Sie holen gegen die Löwen allerdings einen Punkt und verlieren durch einen späten Overtime-Treffer mit 3:2. Die Wölfe mussten nach zuletzt 3 Siegen in Folge bei FAS Berlin eine knappe Niederlage hinnehmen. Nach spannenden 60 Minuten musste sich das Team von Trainer Sven Schröder den Akademikern mit 2:3 beugen. Das Topspiel in der Regionalliga Ost zeigte sich von Beginn an als eine spannende Partie. Erst 3 Minuten vor Schluss fiel die Entscheidung für die Hauptstädter. Damit ist der Angriff auf die Tabellenspitze erst einmal fehlgeschlagen. Werbung.
Schmerz ist der Inbegriff von Orthopädics of Modern Art. Handwerks- und Meisterqualität in der dritten Generation zeichnen unsere Produkte aus. Ob Orthopädie oder moderne Technik, wir liefern weltweit auch über unseren Internetshop. Jetzt ganz neu speziell für Diabetiker, das neue Fußdruckmesssystem, welches die Anforderungen der Krankenkassen erfüllt. Außerdem halten wir speziell von Bauerfeind entwickelte Einlagensysteme, Bandagen und weitere Hilfsmittel für unsere Kunden vor. Der Meister steht Ihnen zu den Öffnungszeiten natürlich persönlich zur Verfügung. Schuh Manufacture, Ihr kompetenter Partner, wenn es um Ihre Fußgesundheit geht. Zwickau, Grimmitschauer Straße 30a, gleich gegenüber dem Hauptfriedhof. Für euer Leben, das ständig vernetzt und always on ist, gibt es nur eine Antwort. Pure Geschwindigkeit, pures Entertainment und pure Flexibilität. Eure Verbindung ist Pure. Das Hotel Pension Flexig in Hartmannsdorf bei Kirchberg. Mit Schwimmhalle, Sauna, Kinderspielplatz und Biergarten macht Ihre Hochzeit und Familienfeier mit Übernachtung zu einem unvergesslichen Erlebnis. Dazu sind auch unsere Oldtimer da. Köstlichkeiten mit Zutaten aus der Region gibt es in unserem Hotelrestaurant täglich ab 11 Uhr. Jeden Tag Mittagstisch, Kaffee und Abendessen ist das Besondere im Restaurant vom Hotel Pension Flexig in Hartmannsdorf bei Kirchberg. Telefon 037602 6342. Täglich ab 11 Uhr geöffnet. Treitschke. Dieser Name steht seit nunmehr 27 Jahren für Qualität und Zuverlässigkeit rund um die Pflege. Das Sanitätshaus bietet den Komplettservice aus einer Hand. Zentralisiert in der äußeren Dresdner Straße 12 in Zwickau finden die Kunden hier beste Voraussetzungen für eine ganzheitliche sowie allumfassende Beratung und Versorgung. Das freundliche und bestens ausgebildete Team mit oft langjähriger Berufserfahrung nimmt Sie an die Hand. Ob Wundversorgung, Trink- oder Sondennahrung, Stoma- und Inkontinenzversorgung. Alles ist vorrätig im Sanitätshaus Treitschke. In der modernen, geräumigen Orthopädieabteilung reicht das Spektrum von orthopädischen Schuheinlagen über Orthesen bis hin zu individuell angefertigten Prothesen für Arm und Bein. Fordern Sie uns! Wir sind rund um die Uhr für Sie erreichbar. Parkplätze stehen direkt vor der Tür zur Verfügung. Sanitätshaus Treitschke, äußere Dresdner Straße 12 in Zwickau. Das Wetter präsentiert Ihnen Ihre Goldbrötchenbäckerei Jansburger aus dem idyllischen Vogtland. Bei jedem Wetter die richtige Wahl. Am Mittwoch zeigt sich das Wetter in Westsachsen überwiegend bewölkt. Das Thermometer erreicht Temperaturen von 5 bis maximal 10 Grad. Der Wind weht leicht böig aus südlicher Richtung. Die Aussichten. Am Donnerstag bleibt es bewölkt. Bei Temperaturen um die 8 bis 10 Grad ist örtlich mit leichtem Regen zu rechnen. Zum Freitag hin kühlen die Temperaturen etwas ab. Es werden nur noch 2 bis maximal 7 Grad im Tagesverlauf. Mit 4 bis 5 Sonnenstunden wird der Samstag freundlich, jedoch mit 0 bis 5 Grad recht winterlich. Das war tagaktuell vom Dienstag und wie ich es zu Beginn der Sendung ja schon angekündigt hatte, morgen in der Mittwochsausgabe geht es auch noch mal um den Zwickauer Weihnachtsmarkt, der ja heute eröffnet wurde. Ich schaue jetzt gleich noch mal rüber. Ich werde mir auch mal den einen oder anderen Glühwein zu Gemüte führen, muss ja auch mal getestet werden. Und morgen berichte ich Ihnen dann, wie es war. Ich wünsche Ihnen einen tollen Abend. Bis morgen. Tschüss.